Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen hier zu einem kleinen Informationsvideo. Ein bisschen Update, Schmupdate, das Ganze. Wie es jetzt so die letzte Zeit gelaufen ist, was passiert ist. Die Leute, die nur solche Videos gucken, die gibt es ja schließlich auch. Ihr seht, ne, ich bin tatsächlich umgezogen. Das hat funktioniert. So, ich bin jetzt in einer wesentlich günstigeren Wohnung. Und auch ansonsten geht es mir momentan besser. Das kann man sagen, körperlich ist jetzt nicht perfekt. Ich habe immer noch deutlich Probleme mit den Beinen und so. Aber ich bin jetzt seit kurzem im regelmäßigen Schwimmen. Und das hilft schon mal. Und auch ansonsten war es mittlerweile schon ein bisschen besser. Aber ja. So, warum melde ich mich heute? Also, es ist erstmal das Ding, ich starte heute ein Dona/Sabaton. Das ist aktuelle Twitch-Meta. Das ist so nach dem Motto, der Stream kann unendlich lang gehen. Also tatsächlich wirklich unbegrenzt. Es gibt kein Limit. Wenn es den ganzen Monat geht, geht der Stream den ganzen Monat. Und man kann ihn halt mit Geld und so am Leben halten. Jetzt die Frage, Wollo, warum? Wie, was? Wieso? Also, das Offensichtliche natürlich, ne? Kohle, Schmole. Aber jetzt für die Transparenz, wo soll das hingehen? Und auch, weiß ich jetzt, einige wahrscheinlich, die das letzte Update-Video gesehen haben, sich fragen werden, ja, was ist denn daraus jetzt geworden, Wollo? Bisher noch nichts, weil das alles viel schlimmer wäre, als ich gedacht hätte. Sagen wir es mal so. Also ich werde jetzt gar nicht großartig drauf eingehen, aber es wäre schwierig. Und weil es eben so schwierig wäre, ist das hier mit dem Sabaton/Donaton jetzt nochmal so ein Versuch zu gucken, ob man was regeln kann. Auf die andere Art und Weise. Ne? Ohne, dass ich tatsächlich aufhören müsste und so. Weil das will ich ja eigentlich nicht. Ne? Das war ja damals, war ich an dem Punkt, weil das körperlich halt wirklich, das ging halt, also da, das war körperlich noch so viel schlimmer, als es jetzt gerade ist. Das war halt wirklich wild. Und da hatte ich halt keine Hoffnung mehr, ne? Also so überhaupt nicht mehr. Jetzt, wo das Körperliche wieder ein bisschen, wie gesagt, es ist, normaler Mensch würde sagen, das geht ja gar nicht, aber so in meiner Situation bin ich halt am Punkt, wo ich mir denke, ja doch, komm, ist doch okay. Jetzt, wo es wieder besser wird, hat man dann auch die Hoffnung, vielleicht kann man da was machen. Und das Ding ist halt, das Geld, das da zusammenkommen könnte, sollte, müsste, geht halt hauptsächlich in das Thema Krankenkasse tatsächlich, um da irgendwie eine Einigung zu finden, dass ich tatsächlich krankenkassentechnisch mal was machen kann. Also, falls ihr euch denkt, ne? Also, ihr seid alle herzlich eingeladen, da zu kommen, in den Sabaton und so. Wie gesagt, das läuft die ganze Zeit. Muss noch nicht sofort sein, ne? Ihr müsst nicht pünktlich um 16 Uhr da sein, wenn es losgeht heute am Samstag. Sondern der läuft ja, vermutlich läuft der länger. Gucken wir mal. Vielleicht auch nicht, ne? Das ist ja immer so die Sache. Ja, es geht in diese Sache hauptsächlich rein. Dass ich vielleicht mal wieder eine Krankenkasse habe, dass ich das, dass das geklärt wird. Und ich dann ein bisschen freier das Ganze hier machen kann. Das wäre ganz schön. Ja. Ja, ansonsten will ich euch auch gar nicht groß auf den Sack gehen, ne? Ich will euch nicht nerven. Wenn du dir jetzt denkst, Alter, die können mir auch gerne Kritik, ne? Arschloch könnt ihr sagen. Kein Problem. Ihr könnt auch gerne einfach nur zugucken, ne? Da muss niemand, muss da rein donaten, niemand muss reinzappen. Einfach, wenn ihr zuguckt, freue ich mich auch. Wenn ihr was in den Chat schreibt, freue ich mich noch mehr. Und ja, wir sehen uns hoffentlich. Und wenn ihr dann noch Fragen habt, so irgendwas, gerne im Stream, ne? Samstag, also heute, 16 Uhr, geht's los. Und Open End das Ganze. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann und ciao.